Rechnung. So, guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen zum heutigen Science Shuffle mit Dr. Brunner vom Institut für Europäische Geschichte. Wir haben, wenn Sie das die letzten Wochen verfolgt haben, mit Tron und mit Boehringer Ingelheim zwei sehr aktuelle Themen zum Thema Medikamentenentwicklung und Möglichkeiten der Forschung über neue Medikamente gehört. Heute freue ich mich, dass wir ins sozusagen ins Zeitmobil steigen und mit Dr. Brunner ungefähr 500 Jahre zurückfahren. Ich darf kurz darauf aufmerksam machen, die Frau Egler grüßt Sie herzlich. Ich bin unter Ihrem Account heute drin, deswegen steht jetzt Ihr Name dort, wo ich zu sehen bin, aber ich bin natürlich ich, Esther Klippel. Frau Egler ist in Urlaub. Herr Maskos schüttet sich wahrscheinlich gerade noch eine Schorle ein. Ich schätze mal, dass er gleich nochmal vielleicht in die Kamera winkt. Im Chat haben wir jetzt schon alle sehr fleißig benutzt. Also sollten Sie während, da ist er, sollten Sie während des Vortrags Fragen haben oder irgendwas technisch bei Ihnen nicht funktioniert, schreiben Sie bitte gerne in den Chat hinein. Ich kümmere mich dann drum, beziehungsweise gebe die Fragen dann gern auch an Dr. Brunner weiter. Und wie immer werden wir nach dem Vortrag dann noch natürlich die Gelegenheit zum Austausch und zur Fragerunde haben. Dr. Brunner, wir hatten gestern kurz schon mal hier wie immer den Technik-Check gemacht, weil Big Blue Button ja auch oft einige Überraschungen bereithält. Wir hatten darüber gesprochen, Sie sagten, das Thema, sich mit Funeralschriften zu beschäftigen, das sei Ihnen jetzt nicht, oder mit der Gesundheit im Spätmittelalter, das sei Ihnen jetzt nicht erst durch Corona gekommen, sondern Sie hätten schon davor darüber geforscht. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen? Ja, also es war zum einen ein biografischer Zufall und zum anderen mein Interesse an den Fragen, die das Menschenbild betreffen. Also der biografische Zufall war, dass ich nach meiner Station in Bonn ans Leibniz-Institut für Europäische Geschichte kam, in die Abteilung von Frau Professorin Irene Dingel, die vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist, und die sehr lange die Marburger Forschungsstelle für Personalschriften unter ihren Fittichen hatte und eben zu einer der führenden Funeralschriftenforscherinnen in Deutschland gehört. Und die mich so ein bisschen darauf hingewiesen hat, das sind doch interessante Quellen, schauen Sie sich das doch mal an. Und die Fragen, die ich so mit mir herumtrage als Kirchenhistoriker und auch ein bisschen die theologischen Fragen sind eben die, was ist eigentlich dem Menschen historisch wichtig? Was macht ihr Menschsein aus? Und solche Fragen kommen dann, wenn das Leben zu Ende geht, natürlich besonders prominent nochmal zum Vorschein und werden in diesen Quellen eben auch intensiv diskutiert. War das für Sie auch generell ein Anlass, Historiker zu werden? Also diese Parallelen, die sich ja auch oft über die Jahrtausende immer wieder auch auftun zu unserer Zeit heute? Ja, also es ist natürlich, also einerseits ja, andererseits ist es, wenn man die Hoffnung hat, dass der Mensch aus der Geschichte lernt, dann lässt man das vielleicht sofort bleiben und resigniert. Naja, also es ist schon, also die Frage, ich finde, es ist der geilste Job, den es gibt, weil er einem unglaubliche Freiheit gibt, wenn man sie denn hat. Da kommt, also das ist natürlich das andere, sich mit allen möglichen Fragen auseinanderzusetzen, die einen auch selber betreffen und die einen selber beschäftigen. Und ja, der Tod und die eigene Endlichkeit sind, glaube ich, so sind eben Fragen, die man nicht los wird, wenn man kann sie verdrängen, aber man wird sie nicht los und irgendwann muss man sich diesen Fragen stellen. Und das war sicher jetzt bei diesem Thema auch ein Faktor, der da den Zugriff auch geprägt hat. Ja. Okay, dann würde ich mir selber als Notiz für die Fragerunde im Anschluss mal aufschreiben, die Frage, ob Sie da für sich eine Antwort gefunden haben. Bevor wir dazu kommen, sage ich aber erstmal Bühne frei. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute Abend nehmen und ja, schießen Sie los. Müssen Sie mir nur ganz kurz sagen, ob die Präsentation sichtbar ist und das Bewegen der Folien läuft auch? Jetzt gerade noch nicht, nein. Ja. Also sieht man die zweite Folie?
Nee, leider nicht. Vielleicht müssen Sie nochmal die Bildschirmfreigabe kurz beenden und nochmal neu starten. Daran soll es nicht scheitern. Sekunde. Ja, kein Stress. Jetzt gut für den Spannungsbogen. Genau. Wenn wir das schon dreimal ausprobiert haben. Ja, ja, wenn es dann klappen musste. Entschuldigung. Jetzt. Moment, ja, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir die Folie allerdings noch mit dem Menü drumherum. Okay. Es ist verwunderlich, dass es jetzt nicht klappt. Es hat ja gerade 5-mal geklappt, aber. Das ist der Vorführeffekt, Dr. Brunner. Das ist es immer so. Aber ich bin froh, dass wir Sie noch sehen und hören. Das ist sehr viel wert. Jetzt müsste es gehen. Jetzt ist es, ja, wunderbar. Das sollte jetzt funktionieren. Ja. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend auch von mir noch einmal. In diesen Zeiten über Gesundheit als fragiler Gabe zu sprechen, bedarf wohl keiner großen Rechtfertigung. Nach bald 2 Jahren globaler Pandemie ist vielen Menschen so bewusst wie vielleicht noch nie, dass Gesundsein nicht selbstverständlich ist. Alle waren in gleicher Weise gefährdet und potenziell einer Krankheit ausgesetzt, die schwer krank machen konnte und kann. Wir alle haben die fürchterlichen Bilder vor Augen aus Italien und von anderen Orts, in dem Lastwagen voller Leichen von den Krankenhäusern abtransportiert wurden. Selten war der Tod also so präsent wie seitdem und nur selten waren alle gleichermaßen mögliche Opfer eines unsichtbaren Virus. Neben der omnipräsenten Tödlichkeit von Covid-19 wurde auch die Art und Weise des Sterbens intensiv diskutiert. Viele Erkrankte starben allein. Das isolierte, einsame Sterben wurde öffentlich kritisiert und so die Bedeutung einer Spiritual Care, die auf solche Herausforderungen Antworten geben will, unterstrichen. Als Kirchenhistorikerinnen und Historiker haben wir den Luxus, aber auch die Verpflichtung, danach zu fragen, wie vorherige Generationen, wie historisch mit Tod und Sterben umgegangen wurde, welche Strategien der Bewältigung die Altvorderen entwickelt haben und was wir daraus möglicherweise lernen können. Dabei zeigt der Hinweis auf die oben kurz angerissenen Diskussionen, dass es dabei immer wieder auch um die Verhandlung von Normen ging, sowohl hinsichtlich des Sterbens selbst, als auch in Bezug auf die gesellschaftlichen Kontexte, in denen es vonstatten ging. Wagt man eine Rück- und gewissermaßen Umschau über diese Diskussionen, so lassen sich mindestens 3 Aspekte herausarbeiten, auf die ich mich dann im weiteren Verlauf heute Abend konzentrieren möchte. Zunächst einmal die Bewertung von Gesundheit als einem hohen Gut, das sich offenbar doch nicht in einem vom Menschen gewünschten Ausmaß kontrollieren lässt. Was ist also Gesundheit? Wie angekündigt wurde, dann aber besonders intensiv, wie ich eingangs sagte, wurde dann aber besonders intensiv auch über die Abwesenheit von Gesundheit gesprochen und die Wege, wieder gesund zu werden, beziehungsweise durch diese Krankheitsphasen erfolgreich hindurchzukommen, was auch immer das konkret bedeutet. Drittens schließlich wurde über das Ende der Gesundheit, aber auch das Ende des Leids gesprochen, also das Sterben und schließlich der Tod. Im Rahmen der Pandemie kam und kommt es häufig dazu, dass Menschen diese Prozesse eben alleine durchlaufen, ohne die Anwesenheit und Begleitung von eng Vertrauten. Das anonyme Sterben ist ein Problem. Ehe ich also zu diesen 3 Punkten vertiefend einsteige, möchte ich kurz etwas über die Quellen und den Forschungskontext sagen, aus denen ich Ihnen einige historische Antworten zu diesen Fragen präsentieren möchte. Denn was sind die im Untertitel genannten Funeralschriften überhaupt und wo haben sie ihren historischen Ort?
meinem aktuellen Forschungsprojekt frage ich nach dem protestantischen Umgang mit Tod und Sterben in der frühen Neuzeit und arbeite mit solchen Quellen aus den unterschiedlich konfessionskulturell geprägten Städten Nürnberg, Basel, London und Boston. Ich werde mich heute aus pragmatischen und zeitlichen Gründen auf Exemplare aus Nürnberg beschränken. Die Fragestellung, der ich dabei nachgehe, ist jene nach der Normvermittlung, die im Angesicht des Todes im Zentrum der Drucke steht. Da im Protestantismus mit dem Moment des Todes das Schicksal der menschlichen Seele endgültig entschieden war, richten sich diese Predigten an die Gemeinde der Überlebenden. Sie vermitteln auf unterschiedlichen Ebenen Normen des Lebens und Sterbens und des Trauerns sowie theologische Grundüberzeugungen, die sie für vermittlungswürdig hielten. Interessanterweise handelt es sich bei dieser Gattung um eine Erfindung Martin Luthers, hielt dieser doch die ersten beiden lutherischen Leichenpredigten, wenn man so möchte, anlässlich der zu seinen Lebzeiten der Todesfälle der beiden Kurfürsten. Dabei stellte Luther die Gemeinde ins Zentrum mit dem erklärten Ziel zu trösten und zu bessern. Die Bedeutung der Funeralschriften für die frühe Neuzeit verdeutlicht schon die ungeheure Menge von ungefähr einer 250.000 Drucken, die sich allein in deutschen Bibliotheken finden lassen. Funeralschriften waren in gewisser Weise ein Massenmedium ihrer Zeit. Trotz langjähriger und auch in jüngster Zeit wieder intensivierter Bemühungen liegen immer noch wichtige Themenfelder und Untersuchungszeiträume brach. Möglicherweise ist ihr schlechtes Image, zumindest in einigen Kreisen der Forschung, wie auch ihre einseitige Nutzung, oft lediglich als prosopographischer Steinbruch für diesen Missstand mitverantwortlich. Das aber ist eine Leichenpredigt. Die einflussreichste Definition, und sorry für die supervolle Folie, hat der Sozialhistoriker Rudolf Lenz vorgelegt, der ihre Erforschung seit den 1970er Jahren massiv vorangebracht hat. Unter dem Terminus Leichenpredigt solle Lenz zufolge, und ich zitiere, die Gesamtheit des literarischen Produkts verstanden werden. Es ist oft mehrteilig und besteht dann aus der christlichen Leichenpredigt, also der Predigt, die der Pfarrer oder Prediger am Grabe oder in der Kirche auf den Verstorbenen hielt. Meist aufgebaut auf einer Textstelle in der Heiligen Schrift, die der Abgeschiedene selbst bestimmte oder die einen Bezug auf sein irdisches Tun hatte. Sodann aus dem Ehrengedächtnis oder dem Lebenslauf der Abdankungsrede, häufig im Trauerhaus gehalten, schließlich aus den Epizedien, Trauergedichten der Freundschaft von Personen, mit denen der Verstorbene in näherer Verbindung stand. Nicht vergessen werden darf, auf das Titelblatt hinzuweisen, das in vielen Fällen ein Porträt, ein kunstvoller Kupferstich beispielsweise, des Verstorbenen ziert. Zitat Ende. Um eine Verwechslung oder besser Gleichsetzung der Gattung mit der Predigt zu vermeiden, also der eigentlichen Predigt, hat sich in jüngster Zeit für das gedruckte Gesamtprodukt die Bezeichnung Funeralschrift durchgesetzt. Diese Bezeichnung erlaubt nicht nur die Unterscheidung zur Predigt, sondern verweist auch auf einen weiteren Aspekt, den diese Quellengattung ausmacht. Bei ihnen handelt es sich nämlich um Druckerzeugnisse, um Bücher oder eher Büchlein, die auch als solche konsumiert wurden, sei es als Sammelobjekte zur erbaulichen Lektüre oder eben in memorialer, in erinnernder Absicht. Gedruckt wurden Funeralschriften vor allem anlässlich von Todesfällen adliger bzw. hochstehender Bürger. Die Produktion und Ausgestaltung dieser Schriften war kostspielig. Die Gründe, die zu ihrer Drucklegung als Funeralschrift bewegten, waren, wenn sie sich denn überhaupt ermitteln lassen, durchaus unterschiedlich. Sie konnten etwa vom Verstorbenen testamentarisch verfügt worden sein oder dem Wunsch der Hinterbliebenen entspringen, dem Toten neben dem Grabmal ein weiteres Denkmal zu setzen. Die Drucke übernahmen dabei dann die Funktion der Memoria. Einen etwas anderen Anlass zur Drucklegung bot schließlich die Motivation des Predigers zur Selbstpromotion. Der Prediger veranlasste und finanzierte den Druck der Funeralschrift, weil er auf diese Weise, so Lenz, einerseits so seine theologischen und rhetorischen Leistungen anerkannt sehen wollte und andererseits das Druckwerk als Vehikel verwendete,
um seine Fähigkeiten höheren Orts bekannt zu machen und so in größere Pfarreien oder besser dotierte Predigerstellen zu gelangen. Durchschnittlich erreichten die Funeralschriften Auflagen in Höhe von 100 bis 300 Exemplaren, wobei die Auflagenhöhe selbstverständlich ebenso von der Größe und Wichtigkeit der Familie und des Freundeskreises abhing, wie von den finanziellen Möglichkeiten der Hinterbliebenen. Es gab aber für diese Schriften auch Märkte außerhalb der unmittelbaren Trauer- und Stadtgemeinde, wie man vor allem aus Messkatalogen des 17. Jahrhunderts erkennen kann. In diesem Jahrhundert liegt auch die Blütezeit der Gattung mit einer Unterbrechung durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges. Zur geografischen Verbreitung von Funeralschriften hat Lenz einen eindeutigen Schwerpunkt für Mitteldeutschland ausgemacht, was dazu führte, dass es bisher keine europäisch vergleichenden Forschungen über Funeralschriften gibt. Was in Anbetracht der wirklich bedeutenden Bestände in der Schweiz, vor allem in Basel, aber auch im englischsprachigen Raum auf beiden Seiten des Atlantiks durchaus überraschen kann. Heute aber werde ich mich vor allem auf die klassischen lutherischen Funeralschriften konzentrieren und auf die Nürnberger Bestände mich konzentrieren, wobei wir in der Diskussion sicher auch auf mögliche konfessionskulturelle Differenzen und Konvergenzen eingehen können. In der mir verbliebenen Zeit werde ich also jetzt zunächst über Gesundheit als fragiler Gabe sprechen. Dann frühneuzeitliche Resilienzstrategien im Umgang mit Krankheiten skizzieren, sowie drittens auf den Tod als Ende und Anfang eingehen. Dabei muss ich Sie etwas warnen. Die folgenden Abschnitte werden tatsächliche Einblicke. Ich werde also sehr quellennah vorgehen. Gesundheit als fragile Gabe. Das deutet schon an, dass unsere Gesundheit, um mit Hartmut Rosa zu sprechen, etwas Unverfügbares ist, auch wenn bestimmte Verhaltensweisen ihr zu- oder abträglich sein können. Im Verständnis der Nürnberger Prediger war es von größter Bedeutung, dass alle Dinge, die einem Menschen passieren, aus Gottes Willen heraus geschehen. Gottes Vorsehung, seine Providenz, sind ein fester Anker der theologischen und seelsorgerlichen Aussagen über Gesundheit und Krankheit. Der Altdorfer Pfarrer und Theologieprofessor Georg König zum Beispiel beschreibt in seinen Funeralschriften konsequent Gott als denjenigen, der die Menschen aktiv aus dem Leben reißt, aus ganz unterschiedlichen Beweggründen, die der Mensch nicht immer durchschauen kann. Genauer gesagt, laut König, Gott reißt den jeweils Einzelnen aus dem Leben. Gott ist es, der den Tod eines Menschen nicht nur zulässt, sondern bewirkt. König führt aus, dass diese Vollmacht Gottes ihn eben in gleicher Weise auch dazu befähigen wird, die Seele dem Tod zu entreißen. In eschatologischer Perspektive werden Tod und Auferstehung zusammengesehen als zwei Seiten der einen Medaille des machtvollen Handelns Gottes. Keinesfalls sei darum der Verstorbene vollständig tot, sondern er schlafe. Sankt Cecilia, so König, pflegte zu sagen, homo non moritur, sed miseria ipsius. Des Menschen Elend wird nur getötet und nicht er selbst. Gott ist also nicht grausam und töte, weil es ihm Freude macht. Und er lässt den Tod für den Gläubigen auch nicht das letzte Wort haben. Diese den Schrecken des gewaltsamen Todes entkräftende Perspektive nimmt König auch in einer Funeralschrift für einen verstorbenen Studenten ein, der beim Versuch, einem anderen zu helfen, von anderen betrunkenen Studenten niedergestochen worden war. König geht auf Ursachenforschung, wie so etwas sein könne. Drei Punkte führt er an, die solch göttlichen Prozess eigentliche Ursache sei. Ein Mensch sterbe, wenn er die gesetzte Anzahl an Jahren auf Erden gelebt habe. Zitat: Wobei wir uns müssen informieren lassen, dass Gott ein sonderbare Weis habe, menschliches Alter zu mensurieren und auszurechnen. Zitat Ende. Auch wenn nach menschlichen Standpunkten ein Leben vorzeitig sein Ende gefunden habe, sei dies noch keineswegs in der Sicht Gottes der Fall. Der Mensch gehe von einem quantitativen Verständnis aus,
das seinen Ausgangspunkt bei der Anzahl der Lebensjahre nehmen. Gott aber, so König, hält einen anderen Gebrauch und rechnet das Alter ex qualitate vom Wohlverhalten des Menschen. Die zweite Ursache bestehe darin, dass Gott ein besonderes Gefallen an einer Seele gefunden habe. Die Reinheit der Seele des Verstorbenen führte dazu, dass er mit dieser Seele endlich innige Gemeinschaft haben wolle. Die dritte Ursache schließlich sei Liberationis prompta velocitas, die, weil Gott mit ihnen eilet, aus dem bösen Leben. Die Welt sei gerade für junge Menschen ein böser und ausgesprochen gefährlicher Ort, und sehr schnell könne es passieren, dass schwerwiegende Fehltritte passieren. Dem komme Gott gelegentlich zuvor, reißt solch Jungblut hinweg und nimmt es zu sich in sein Reich, ehe es von der Welt hintergangen und in ihr verfluchtes Netz gebracht werde. Die zentrale Botschaft, die uns Zeitgenossen durchaus befremden kann und soll, ist bei allen Punkten die, dass Gott höhere Ziele mit dem Tod eines Menschen verfolgt, als es sich dem menschlichen Fühlen und Verstehen erschließt. Nichts geschehe auf der Welt unabhängig vom Willen Gottes. Das war eine weit verbreitete Überzeugung unter den Nürnberger Predigern. Das war aber nun eben nicht fatalistisch gemeint. Denn einerseits haben diese Bekräftigungen der göttlichen Autorität ja eine tröstende Absicht. Sie sollen nicht ängstigen, sondern in einer Zeit vielfältiger, für den Einzelnen nicht beeinflussbarer Kontingenzerfahrungen Halt und Sicherheit geben. Justus Daniel Hering, ein Diakon in St. Sebald in Nürnberg, sah es allerdings als notwendig an, die Aussage, dass auch das Böse von Gott komme, einzuschränken. Unterschiedliche Prinzipien seien am Werk, wenn Böses zutage trete. Es seien zwei Böse oder Übel, ein Sündenübel und ein Strafübel, um beide geschehen ohne Gottes Willen, also und dergestalt, das Sündenübel oder das Böse schafft Gott nicht, gebeut es auch nicht, billigt es auch nicht, sondern strafe sie zeitlich und dort ewiglich. Es rührt aber her vom Teufel und Menschen. Zitat Ende. An der Gutheit Gottes dürfe also nicht gerüttelt werden, stellt Hering klar. Das Böse kommt vom Teufel und vom Menschen selbst. Genauer gesagt, mit seinem Ungehorsam habe sich der Mensch selbst in sein zeitliches und ewiges Unglück, Armut und Tod gestürzt. Als gerechter Richter müsse Gott das Böse an den Gottlosen strafen, weshalb er der Urheber des Strafübels als Unglück, Armut und Tod sei. Weil alle Menschen sündigen, treffe sie der Tod allesamt in gleicher Weise. Den einzig wichtigen, für die Prediger zumindest wichtigen, qualitativen Unterschied mache es nun, ob jemand im Glauben an Jesus Christus versterbe oder eben nicht. Neben der Providenz sind für diesen ersten Abschnitt Gesundheit als fragile Gabe, aber auch noch Funeralschriften aufschlussreich, die über hochrangige Ärzte oder medizinisch interessierte Persönlichkeiten in Altdorf und Nürnberg gehalten worden sind. Ich möchte hier drei Beispiele geben. 1646 war der Nürnberger Antistes Johann Saubert gestorben. In einer sehr umfangreichen Funeralschrift, die 118 Seiten umfasst und eine ganze Fülle von Bildern, Emblemen und Liedtexten bereithält, findet der Leser auch die Todesursache Sauberts: einen ungefähr 300 Gramm schweren Nierenstein. Die medizinische Kuriosität war Michael Weber, dem Geistlichen, der die Funeralschrift herausgab, eine ganzseitige Abbildung wert. Unterschrieben war die Darstellung mit einem Spruch von Sauberts Nachfolger Johann Michael Dillherr. Und ich zitiere: "Sieh an den Schmerzenstein, den dieses Hiobs Herz so lang getragen hat. Doch kund all dieser Schmerz des frommen Herrn's Geduld mitnichten überwinden. Er ließ sich williglich bei Gottes Willen finden. War groß der Schmerz, so war noch größer die Geduld. Daher er stetig blieb in Gottes Vater Huld. Sein Red war freudevoll, er sah schon auf Erden, was ihm für eine Kronsold
in dem Himmel wären. Bilher schildert die Umgangsweise von Saubert mit dem ihn plagenden gigantischen Nierenstein, was auch aufschlussreich für den zweiten noch zu diskutierenden Aspekt ist. Deutlich wird aber, und es wird einem hier ja wirklich ganzseitig vor Augen geführt, dass Gesundheit als eine fragile und sehr kurzweilige Gabe angesehen worden ist, von der der Mensch nicht erwarten konnte, sie dauerhaft zu besitzen. Michael Weber sieht es im Lebenslauf jedenfalls als ein Wunder an, dass Saubert bei einer so großen Last, die er lange mit sich herumgetragen habe, überhaupt ein so umfangreiches Œuvre erschaffen und in seinen vielfältigen Aufgabenbereichen habe wirksam sein können. Und hier sehen Sie Saubert auf einem Emblem, auf seinem Totenbett. Und ich fand besonders schön, dass er die Arbeit auch noch auf dem Totenbett an seiner Seite liegen hat, um bis zuletzt diesen Dienst auszuführen. In der Funeralschrift für den Altdorfer Medizinprofessor Johann Georg Fabricius wird sowohl in der Predigt als auch im sehr ausführlichen Lebenslauf auf die Arztthematik angespielt. Der Prediger Sebastian Jakob Kraus will Geistliche von leiblichen Krankheiten zwar unterschieden wissen, auch wenn durch die Erbsünde beide in einem engen Zusammenhang stünden. Ein guter Arzt müsse um den Zusammenhang aber wissen. Er habe zu erforschen, wie weit die Krankheit sich erstrecke, woran also im Einzelnen der Mensch erkrankt sei. Für den Prediger stehen die geistlichen Krankheiten, also die sündhaften Verfehlungen des Menschen, an oberster Stelle, auch wenn er die Fähigkeiten der Mediziner damit nicht herabwürdigen will. Entsprechend ausführlich gerät dann auch die Krankengeschichte des verstorbenen Arztes, für die er jahrzehnteweit zurückgreift und auf Durchfall und Fleckfieber hinweist, die Fabricius heimgesucht hätten. 6 Jahre vor seinem Tod habe dieser dann eine Hemiplexa, einen halben Schlag erlitten, auf der rechten Seite, wonach er zwar seinen Verstand behalten, aber nicht mehr alle Glieder, so wie vorher, habe bewegen können. Im 18. Jahrhundert gehen einige Funeralschriften noch weiter und drucken die Obduktionsberichte der Verstorbenen mit ab. Die Krankheitsgeschichte der Verstorbenen wird zudem immer ausführlicher geschildert. Beides lässt sich exemplarisch belegen mit der 1736 publizierten Funeralschrift auf den Bamberger Hofrat Philipp Caspar Pfannenstiel. In dessen Lebenslauf nimmt die Krankengeschichte einen gehörigen Raum ein. Auch wenn er von außen wie jemand von starker Konstitution gewirkt habe, sei er doch fortwährend von verschiedenen Krankheiten geplagt worden. Rotlaufsflüsse, schmerzhafte Ulcera scorbutica et chronica pedum, dann heftige Koliken und Steinschmerzen, dann aber auch hämorrhoidiale Krankheiten und anderes mehr. Man könne aber, so der Prediger Konrad Friedrich Feuerlein, ihm nicht vorwerfen, nicht alle medizinischen Möglichkeiten seiner Zeit ausgeschöpft zu haben. Unter anderem habe Pfannenstiel das berühmte Karlsbad zur Kur besucht. Das Jahr seines Todes habe indes schon furchtbar begonnen mit einem heftigen Febris erysipelatodes, also ein Rotlauffieber, durch das er nachhaltig geschwächt worden sei. Vor seinem Tod habe er vollständig seinen Appetit verloren und einen großen Ekel vor allen Speisen gespürt, wodurch dann aber auch alle Medikamente unwirksam geworden seien. Alle medizinischen Versuche, den Patienten zu retten, seien am Ende vergeblich gewesen. Ich zitiere, welches auch die nach dem Tod aus Notwendigkeit beschehene, also nochmal Entschuldigung für diese Folie, aber wenn Sie mitlesen wollen, können Sie das machen, welches auch die nach dem Tod aus Notwendigkeit beschehene Eröffnung, also Obduktion, noch mehres bestätiget, da in Abdomine nicht nur 7 Maß extravasierten Gewässers, sondern auch die ohnehin große, mehr als 6-pfündige Leber, völlig skyros und hart, et plane exangue, das Milz ganz mürb und faul, der Magen und Gedärme sehr dünn, aufgeblasen und inflammiert, die Renes flaccidi, in der Brust aber auch die Pulmones ziemlich verdorben
und ganz verschleimt und aschenfärbig. Da das Herz selbst sehr schwelgt und in der Auricula dextra et arteria pulmonali polypi majoris serosi, überhaupt aber sonst in allen großen und kleinen Adern wenig übriges geblüht gefunden worden. Zu einem klaren Beweis, dass die in so eine totale Destruktion verfallene Vilcera et humoris den Marasmum und das dahero incurable Sebris maramodis den Tod verursachen müssen. Wobei es auch an großen Leidenschaften, beschwerlichen Symptomatibus und harten Kämpfen nicht gefehlet, bis der seiner Struktur nach so heldenmäßige Körper seinen Umsturz erlitten, wovon absonderlich die vielen Stunden dauernden Schluchzer und dann die bei gleichwohl aller bis etliche Stunden vor dem Tod fortdauernde Sinnlichkeit im Haupt und Empfindlichkeit des Leibes, fast über 2x24 Stunden anhaltende Agonis et laboris extremi, höchst betrübt, unter vielen Tränen anzusehen war. Deren aber doch endlich auch die gute Hand des Höchsten ein Ende gemacht und unserem wohlseligen Herrn Hofrat siegreich alle solche Trübsale überwinden helfen. Zitat Ende. Nach einem solchen Obduktions- und Leidensbericht und nach so einem furchtbar langen Zitat muss man erst einmal durchatmen. Und vielleicht fragen Sie sich auch, warum so etwas überhaupt seinen Platz in einer Funeralschrift hat. Was soll das da? Die Gründe sind meiner Ansicht nach mehrere. Ein medizinisches Interesse des Verfassers, der zudem auch Zugriff auf den Bericht gehabt haben muss und sich auch keine Mühe gemacht hat, die lateinischen Krankheitsbeschreibungen zu übersetzen, werden hier sicher eine Rolle gespielt haben. Zusätzlich kommt sicher auch, könnte man auch einen Einfluss der Frühaufklärung hier vermuten. Der Verweis auf Gott als den Herrn über Tod und Leben genügte nicht mehr, um diesen Todesfall zu erklären, auch wenn die göttliche Autorität damit nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden ist. Und drittens war auch das besonders schwere Leid des verstorbenen Hofrats erklärungsbedürftig, wofür sich der Prediger dann die medizinische Expertise gewissermaßen in die Predigt geholt hat. Sie sehen, um die Gesundheit oder das gesunde Leben ging es bislang eher indirekt. Durch die Dominanz von Krankheitsgeschichten und die Betonung der Allmacht Gottes, von dem alles ausgeht, was den Menschen betrifft, wird aber klar, dass den Menschen sehr präsent war und bewusst gehalten worden ist, wie fragil und wie prekär ihre Gesundheit gewesen ist. Denn zu zahlreich und zu stark waren eben die krankmachenden Faktoren dieser Zeit. Ein Nebeneffekt gewissermaßen, den wir jetzt untersuchen können, ist der Aspekt der frühneuzeitlichen Resilienzstrategien im Umgang mit Krankheiten und krankmachenden Situationen. Zeitgenössisch sprach man hierbei von Kreuzen oder Kreuzgängen und meinte damit eben Krankheiten und andere schwere Herausforderungen des Lebens. Häufig thematisiert in diesen Zusammenhängen wurden Schwangerschaften, die zum Tod führten, was in der frühen Neuzeit häufig geschah. Kinderzeugen, so war der Altdorfer Pfarrer und Theologieprofessor Christoph Wegleiter sich sicher, ist ein solches Kreuz. Ich zitiere aus einer Funeralschrift von 1689. Die Empfängnis gehöret auch einigermaßen hierher, zum wenigsten wegen der daran klebenden unreinen sündlichen Lüsten und Begierden, welche die Schwermütigkeit eines zärtlichen Gewissens um ein merkliches vergrößern können, obschon nicht in Ansehung der dabei empfindlichen Wollust. Die Würdigkeit als ein Kreuz, so Wegleiter weiter, hat dagegen denen darauf erfolgenden Unlüsten, Elenden und Plagen, mit welchen, wenn wir den Naturkündigen ja der augenscheinlichen Erfahrung glauben wollen, die Menschen zu solcher Zeit viel mehr als andere Tiere gepeinigt werden. Dann führt er diese leidvollen Aspekte des Kinderkriegens an, und ich zitiere weiter, als da sind Verdrüßlichkeiten, Ekeln, Schwachheiten, Abkräften und Schmerzenzeit während Schwangerschaft. Hernach nicht mindere, noch wenigere Unreinigkeiten,
Ängsten, Qualen, Gefahren und tausenderlei Zufälle bei der Gebärung, zu denen als das allerärgste Übel fürnehmlich zu zählen ist, der Tod, welchen manche Mutter bloß um ihrer Leibes- und Liebesfrucht willen vor, in oder nach der Geburt untergehen muss. Zitat Ende. Wir finden hier eine einigermaßen empathische und auch realistische Beschreibung dessen, was Schwangerschaft und Geburt für eine Frau am Ende des 17. Jahrhunderts bedeuteten. Wir müssen an dieser Stelle aber auch auf den Bibeltext zu sprechen kommen, über den Wegleiter, wie viele andere Pfarrer bei dieser Gelegenheit, predigte. Es handelt sich um das zweite Kapitel, Vers 15 aus dem ersten Timotheusbrief. Ich zitiere: Sie wird aber selig werden durch Kinder zeugen, so sie bleibet im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Sie ahnen, worauf das in Sachen Resilienz hinausläuft. Glaube, Liebe, Heiligung und Korrektur, die sie in ihrem Leben praktiziert und empfängt, sollen unterstützend eingreifen und quasi als Bewältigungsmechanismus greifen. Entscheidend ist bei alledem die Verbindung zu Gott durch Jesus Christus. Und ich zitiere nochmals Wegleiter: Und ist das Kindergebären zwar keine Ursache des Heils, jedoch die Bahn zu dem Heil. Kein Mittel des Verdienstes, sondern nur des Weges auf dieser dornigten Heerstraßen. Durch diesen schmalen Steg, durch diese enge Pforte führet Gott die christliche Mutter in das ewige Leben. Ende des Zitats. Dabei macht der Prediger zugleich deutlich, dass sich das Heil auf diese Weise nicht verdient werden könne. Wohl aber, dass Gott die Mutter nicht alleine lässt in ihrer Not. Allerdings ist dann doch, und da ist eine gewisse Spannung in diesen Ausführungen, ein menschliches Zutun in dieser Situation erforderlich, beziehungsweise eine Vorbereitung für diese Situation notwendig. Hier überlappen sich also Resilienz- und Bewältigungsstrategien mit frühneuzeitlichen Ideen der Ars Moriendi, also der Sterbekunst und der Vorbereitung zum Sterben. Beim Thema Wochenbett beschreibt Wegleiter die Gesundheit der Frau und das von ihr erwartete Verhalten in dieser Zeit. Die Unreinheit der postpartalen Frau war kein Randthema in der frühen Neuzeit. Die eingeforderte Enthaltsamkeit und Absonderung der Frau in dieser Zeit sei unter dem alten Bund eingesetzt und erfolge noch immer, Zitat, aus natürlichen Ursachen. Sie war und ist noch zur Beobachtung der Ehrbarkeit und guten Ordnung, zur Verwahrung der bürgerlichen Gesellschaft, ja zur Gesundheit und besseren Gemächlichkeit der Mutter mehr als zur eigentlichen Straf oder Schmach, zum Zorn oder Fluch angesehen. Zitat Ende. Hier wird die Gesundheit der jungen Mutter neben moralischen Gründen zum Argument, sie im Wochenbett auf die althergebrachte Art und Weise abzusondern oder mit anderen Worten in Ruhe zu lassen. Funeralschriften belassen es aber nicht dabei. In den mit abgedruckten Lebensläufen finden sich oft sehr lange und schmerzhaft plastische und präzise bzw. detaillierte Sterbebettschilderungen. In ihrer letzten Schwangerschaft, wir sind immer noch in diesem Bericht, sei die Verstorbene zunächst nicht weiter eingeschränkt gewesen. Nur das Gehen sei ihr schwer gefallen. Dennoch sei sie bemüht gewesen, so oft wie möglich zu den Gottesdiensten zu gehen und habe gemeinsam mit ihrem Mann gebetet und fromme Literatur gelesen. Die Geburt selbst habe dann auch gut geklappt. Ich zitiere: Als war sie eben darum nicht sehr bekümmert, sondern wollte ihre Entbindungsstund durch göttliche Stärke und Beihilfe erwarten, alles in seiner wohlmeinenden und unfehlbar guten Vaterswillen stellend, welche auch in ihrer Geburtsarbeit sich gegen sie recht väterlich erzeuget und sie heute 14 Tag als den 1. Mai, früh ein Viertel vor dem Gar aus, nach fünfstündigem unermüdeten Fleiß mit einem wohlgestalten Söhnlein erfreut, zu sonderbarem Vergnügen ihres Eheherrn. Ende des Zitats. In derselben Nacht aber hätten die Mutter verschiedene Lenden- und Seitenschmerzen befallen, die ihr jede Bewegung zur Qual gemacht hätten. Gleichen Tag sei darum nach einem Arzt gerufen worden, dessen Medikamente und Therapievorschläge sie auch befolgt habe. Die Mittel hätten zunächst auch angeschlagen
Und ihren Schwägerinnen habe sie sonntags berichtet, dass sie bis auf einigen Schlafmangel doch Gottlob gar wohl auf sei. In den Folgetagen habe sie dann aber wieder eine Schwäche befallen. Es sei nochmals nach dem Arzt gerufen worden, der sich um sie gekümmert habe. Gesundheitlich ging es dann einige Tage auf und ab. Auffällig ist aber, dass die Patientin ja jetzt eigentlich nie alleine ist. Sie wird von ihren Schwägerinnen besucht, der Arzt kommt immer wieder, um nach ihr zu sehen, und Wegleiter berichtet und betont es auch immer wieder, den innigen und liebevollen Austausch mit ihrem Ehemann. Als sich ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte, begann man auch nach ihrem Vater zu schicken, der aufgrund eigener Unpässlichkeiten aber nicht zu ihr kommen konnte, sowie dann auch noch nach einem weiteren Arzt. Auch wenn die Krankheit immer weiter zunahm, habe die Kranke ihre Hoffnung nicht fahren lassen, sondern sich an die Vorbereitung des Todes gemacht und sich mit Todes- und Sterbensgedanken, wie die Predigt es nennt, umgeben. Sie habe ihren Gefallen an dem Ratschluss Gottes bezeugt und ich zitiere, indem sie nebst viel anderen Seufzern, Gebeten und Gesängen sich mit dergleichen bekannten Gedanken aufgemuntert. Auf meinen lieben Gott traue ich in Angst und Not, er kann mich allezeit retten von Tod und Todesnöten. Item, item, komm, komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, deiner wart ich mit Verlangen. Und mit dergleichen herzlichen Gedanken mehr hat sie sich öfters ergötzt. Zitat Ende. Im letzten Todeskampf stand ihr dann insbesondere ihr Ehemann sehr lang bei. Weil sich ihr Gesundheitszustand nur noch verschlechterte, kamen ihre Kinder zu ihr, um sich zu verabschieden, um, Zitat, den mütterlichen Segenskuss zu erhalten, welcher auch ihre Frau Mutter wehmütigst um den Hals fielen, darauf sie ein jedes herzlich und freundlich küsste, auch ihnen viel tausend Wohlwesen und Herzensvergnügen anwünschte. Zitat Ende. Dann sei es immer schneller auf das Ende zugegangen. Sie habe ein heftiger Schlagfluss getroffen, was zu Lähmungserscheinungen führte. Zum Todeszeitpunkt wurde es nochmal richtig voll ums Sterbebett herum. Unter starkem, intensivem Gebet ihrer Schwiegermutter sowie ihrer Schwägerin und einer ganzen Reihe von weiteren Personen, die anwesend waren, Zitat, die ihr allen unverdrossenen und möglichsten Beistand geleistet, bis sie sanft und selig eingeschlafen sei. Was ich Ihnen hier geschildert habe, ist ein ziemlich klassischer Sterbebett- und Krankheitsbericht. Wichtig scheint es den Zeitgenossen gewesen zu sein, dass einer Krankheit nicht alleine begegnet wurde, sondern sich sowohl geistlichen wie auch ärztlichen Rat einzuholen und während des ganzen Zeitraums so viel wie möglich eng vertraute Menschen um sich herum zu haben. Legt man eine ganze Reihe von Sterbebettberichten nebeneinander, lassen sich einige Aspekte noch genauer fassen, beziehungsweise auch Entwicklungsprozesse nachzeichnen. Obwohl die Überzeugung blieb, dass man sich das Heil im Todeskampf nicht erarbeiten könne, so war doch zugleich auch die Überzeugung anhaltend, dass dieser Kampf dennoch geführt und als ein solcher angenommen werden musste. Und je intensiver man sich darauf zu Lebzeiten und in Gesundheit vorbereitete, desto besser. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, der Tod als Ende und Anfang. Was implizit aus den vorherigen Punkten schon deutlich geworden sein sollte, ließe sich auch noch sehr viel systematischer und ausführlicher darstellen. In der Vorstellung der Nürnberger Geistlichen ist der Tod zwar ein Ende, aber eben viel wichtiger noch ein Anfang. Ein Ende ist er dabei in positiver Hinsicht, als Begrenzung des Leidens. Die Existenz auf der Erde war und ist eben fragil, zerbrechlich, kurz und oft mit einer Fülle von Widrigkeiten, Schwierigkeiten und manchmal kaum zu ertragenden Herausforderungen belegt. All das endet mit dem Tod. Der Tod wurde als eine Befreiung vom Joch der Welt und noch wichtiger vom Joch der Sünde angesehen. Der Tod war aber auch ein Anfang. Der Anfang von einem Leben im Himmel, in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben nach der Verklärung, in der es am Ende der Zeiten
den Menschen ein neuer, ein nicht mehr krank werdender Leib gegeben wird. Der Tod ist in dieser Vorstellungswelt der Anfang vom Ende des menschlichen Leidens, der Anfang ewiger Gesundheit, ewigen Friedens und ewigen Glücks. Zumindest war dies die Überzeugung der meisten Prediger, die sie immer wieder in vielen Worten an ihre Gemeinden formulierten. Darum nimmt dieser Aspekt auch extrem viel Platz in den frühneuzeitlichen Funeralschriften ein, vor allem in den Predigten selbst, was ich Ihnen aber heute nicht mehr ausführen kann. Kommen wir stattdessen zum Schluss. Den Zeitgenossen des 17. und 18. Jahrhunderts war bewusst, dass es problematisch ist, seine Karten allzu sehr auf die eigene Gesundheit zu setzen. Die Zerbrechlichkeit ihres Lebens stand ihnen klar vor Augen und wurde durch immer wieder einkehrende Todesfälle auch stets erneuert. Darum entwickelten sie Strategien, die ihnen halfen, Resilienz, avant la lettre natürlich, zu entwickeln im Angesicht von Krankheit und Tod. Zwei Aspekte, die wir gerne diskutieren können, will ich dabei nur besonders hervorheben. Zum einen die Bedeutung der Gemeinschaft, also die Erkenntnis, dass man sich diesen Herausforderungen nicht alleine stellen sollte, sondern sie mit anderen Menschen besser bewältigen kann. Und zum anderen, dass es hilft, wenn man sein Leben nicht nur an irdischen, weltlichen, materiellen, also immanenten Dingen festmacht. Wenn es etwas gibt, das einen Halt gibt, das einem Halt gibt und auf das man sich ausrichten kann, das größer ist als man selbst, so kann auch das durch viel Schweres und durch große Widrigkeiten hindurchtragen. Für den Christen ist dies Gott in Jesus Christus. Dem Tod wird nachgesagt, so der kürzlich verstorbene Eberhard Jüngel, er habe das letzte Wort. Das Christentum bestreitet dies. Ich hoffe, dass die Einblicke in die frühneuzeitlichen Funeralschriften haben klar werden lassen, dass die existenziellen Fragen und Herausforderungen der Gegenwart nicht erst seit März 2020 in der Welt sind und uns jetzt in eine spannende Diskussion führen können. Vielen Dank. Dr. Brunner, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Jetzt höre ich mich gerade ein bisschen doppelt. Ich hoffe, es geht gleich wieder weg. Ich höre Sie nur einmal. Okay, ich mache mal gerade mein Mikro noch etwas leiser. Ich hoffe, Sie hören mich trotzdem noch gut. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie für diesen Vortrag. Ich muss sagen, spontan, ich bin immer sehr angetan von dieser sehr blumigen und sehr poetischen Sprache, selbst wenn es darum geht, sehr krasse Gesundheitsstände oder Leichenzustände zu beschreiben. Ich fand auch diesen doch sehr detailliert und liebevoll mit Schnörkel beschriebenen Nierenstein ausgesprochen hübsch. Sowas finden wir leider nicht mehr. Frage, ach, da wird mal eine Hand gehoben, Frau Knapp, oder Herr Knapp, ich nehme Sie gleich dran. Eine Frage. Wie war denn so das Verhältnis oder der Blick der Kirche auf die Medizin, auf die Ärzte? Hat man gesagt, die tun dem Menschen was Gutes, oder war man da ein bisschen misstrauisch, weil man gesagt hat, naja, es ist ja eigentlich ein Gott, den Menschen seinem Schicksal zuzuführen und den sterben zu lassen, wenn er zu sterben hat, und da soll sich jetzt die Medizin nicht so reinmischen? Ja, also das ich habe den Eindruck, in weiten Kreisen, zumindest die ich mir angeschaut habe, lief das ziemlich problemlos nebeneinander, weil man eben sich dann auf Seiten der Geistlichkeit meist darauf verständigt hat, dass Gott durch Medikamente wirkt. Und wenn er eben nicht mehr durch Medikamente wirkt, also das letzte Wort hat selbstverständlich Gott, aber es war den Geistlichen, und das habe ich mal einer Kürzung zum Opfer gefallen, war es zugleich auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Kranken und die Sterbenden ärztliche Hilfe eben nicht abgelehnt haben. Weil das Schlimmste, was man ungefähr machen konnte, war, sich den Tod zu sehr herbeizusehen. Also dass es so in Richtung Suizid geht oder zu sehr sterben zu wollen. Das war noch problematischer als, also für die, ich spreche jetzt immer aus der Sicht der
der Quellenproduzenten sozusagen. Und deswegen war es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn jemand bereit war, ärztliche Hilfe anzunehmen. Und es gibt eine ganze Menge eben auch von Funeralschriften auf Ärzte, die ja Teil dieser städtischen Führungsschichten sind. Und sehr lange, zumindest in meinem Untersuchungszeitraum, ist auch den Ärzten, also ist das aufklärerische Denken noch nicht so weit fortgeschritten, dass in Frage gestellt werden würde, dass am Ende die Autorität über Tod und Leben immer noch den Menschen gehört, aber Medizin und medizinisches Wissen trotzdem was Gutes ist und man sich eigentlich in Probleme bringt, wenn man sich deren nicht bedient. Also nicht zu Recht noch. Also Gott hatte weiterhin noch das letzte Wort sozusagen. Frau Knappe schreibt, meine gehobene Hand war Applaus. Das gebe ich gerne weiter. Herr Breuer fragt, gibt es in den Funeralschriften auch Aussagen zu Geisteskrankheiten und Suiziden? Taucht es irgendwo auf, wenn das so tabuisiert war? Sehr, sehr selten. Also man muss da, wenn es um Funeralschriften geht, immer doppelt antworten. Sie finden ungefähr alles in irgendeiner dieser 250.000 Funeralschriften. Jetzt ist Suizid und Geisteskrankheiten nicht mein primärer Forschungsfokus. Wenn man den Verdacht hatte, dass jemand sich zum Beispiel ertränkt hat in der Pegnitz in Nürnberg, dann haben die Prediger oft sehr intensiv sich darum bemüht, das wegzurationalisieren, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Und sagen, ja, der wollte baden und der war dann unvorsichtig und dann ist es leider passiert. Also das ist diese Vorstellung, dass jemand, der sich suizidiert, eben damit seine Verdammnis auf sich bringt, die macht es eben schwer, in diesen Predigten darüber im üblichen Sinne, wie diese Predigten eben funktionieren, zu sprechen. Und deswegen gibt es also von Alexander Kästner aus Dresden gibt es ja auch Forschung zum Selbstmord und zu den theologischen Bewertungen von Selbstmord. Und es wird von den Familien immer sehr viel dafür getan, dass der Eindruck dann erhärtet wird, dass es kein Selbstmord war. Mhm. Geisteskrankheiten werden auch dementsprechend also die frühe Neuzeit ist ja sehr kunstfertig daran, auch Sachen zu dissimulieren, also sie so zu beschreiben, dass der Kundige weiß, worum es geht, aber es steht jetzt selten da, derjenige war schwachsinnig. Was manchmal ja passiert beim Sterben, ist, dass derjenige also nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr sprechen kann, manchmal auch Dinge sagt, die nicht so gottgefällig sind. Und auch da ist dann eher das Bemühen der Prediger, das einzuordnen und zu bewerten. Mhm. Und es gibt deswegen eine Tendenz, ein Stück weit in Reaktion darauf, ich antworte zu lange, es sollen ja auch die Fragen zu Wort kommen, Entschuldigung. Deswegen gibt es eine Reaktion darauf, in der Zeit den Zeitpunkt des Todes im Verlauf der frühen Neuzeit zu entdramatisieren und zu sagen, der hat ein gutes Leben geführt, entsprechend christlicher Normen. Und deswegen ist es auch gar nicht so entscheidend, wie er jetzt gestorben ist, sondern sein Leben spricht für ihn. Mhm. Und deswegen können wir auch mal von dem Zeitpunkt des Todes, das ist ja nur ein Zeitpunkt, absehen und müssen das Ganze des Lebens sehen. Mhm. Das sind so die Tendenzen, die es da gibt. Sehr mildes Urteil, das da getroffen wird. Ja, es sind eine ganze Reihe von Fragen eingegangen. Professor Maskos fragt, taucht in den Funeralschriften der explizite Jenseitsbezug, Klammer, Auferstehung auf? Und wie wird gegebenenfalls in den Schriften mit der Tradition der Beinhäuser umgegangen, wie wir sie ja zum Beispiel von Oppenheim kennen? Ein immer sehr beliebtes Ausflugsziel, wenn ich da bin. Bei den Beinhäusern bin ich tatsächlich blank. Die sind mir noch nicht untergekommen zumindest in den Quellen, die ich mir angeschaut habe. Der explizite Jenseitsbezug ist sehr ausführlich und sehr prominent. Wenn ich mein Buch jetzt schon fertig hätte, würde ich auf das entsprechende Kapitel verweisen. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr intensiv die Vorstellung, wie man sich das Jenseits vorzustellen hat, beschrieben wird, mit den kargen biblischen Belegen, die es dazu gibt. Und mit der Stoßrichtung, dass eben die Normen oder das Funktionieren im Jenseits
normativ zurückwirken soll auf das Diesseits. Also sowohl in der Absicht, dass man sagt, wenn ihr bei der Stange bleibt, wenn ihr Christen seid und als Christen lebt, dann wartet was unvorstellbar Großartiges auf euch. Ich habe das ja ein bisschen angedeutet, ein Ort des ewigen Friedens, ewiger Gesundheit, keine körperlichen Gebrechen mehr. Das wird alles relativ ausführlich beschrieben und ist in einem großen Raum ein in den Funeralschriften. Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aus heutiger Sicht wundert man sich, dass also wie auskunftsfreudig da manche Prediger waren. Weil wenn man also auf biblischer Grundlage ist es ja doch recht abstrakt, was wir zu erwarten haben. Aber da wollten einige dann doch auch noch ein bisschen mehr liefern und haben sich dann vor allem auch auf der Kirchenväter bedient, die dann da etwas ausführlicher was preisgegeben haben. Frau Denzinger hat noch eine Frage aufgeschrieben, der ich mich anschließen kann. Das ging mir nämlich auch so. Sie sagt, mich hat es überrascht, dass Leichen im 17. Jahrhundert obduziert wurden. Können Sie sagen, wie regelmäßig Leichen zu jener Zeit obduziert wurden? Weil das ja, wie sie auch schreibt, kirchlich zwar, glaube ich, nicht verboten war, aber man hat es ja nicht gerne gesehen. Ich hätte auch gedacht, das hätte erst viel später angefangen. Genau, also die Quelle war ja von 1736, also da sind wir schon im frühen 18. Jahrhundert. Aus dem 17. Jahrhundert habe ich jetzt auch keine. Das geht halt um 1700 in meinem Quellenkorpus, das muss ich ja immer einschränkend sagen, erst los. Und da, wie so oft, ist es ganz praktisch, wenn man Protestant ist. Also während die Verbote, soweit ich weiß, im Katholizismus sehr viel länger aufrechterhalten worden sind, war es an protestantischen Universitäten, wie auch in Altdorf eben, die Nürnberger Universität, schon relativ früh üblich, dass auch obduziert wird. Und das ist dann auch so eine gewisse Konvergenz, die ich habe versucht zu zeigen bei Feuerlein, dass auch eben die Geistlichen dann ja ein medizinisches Interesse entwickeln, über diese Frage hinaus, ja gut, Gott entscheidet, aber warum ist er denn jetzt gestorben? Und das war bei so einer eindrucksvollen, voluminösen Persönlichkeit wie Pfannenstiel wohl besonders interessant, dem nochmal auf den Grund zu gehen. Und es ist in der Tat auch aus heutiger Sicht einigermaßen kurios, dass das dann so ausführlich in so einer Quelle steht und unsere heutige Pietät würde wahrscheinlich da nicht mitgehen, aber das war so ein bisschen, das gehörte dazu für einige, wenn es interessant war, das dann zu zeigen. Aber es sind dann eben die besonderen Todesfälle, die auch in den Funeralschriften eine besondere Behandlung erforderlich machen. Also ich habe meine Frau gefragt, die ist Ärztin, 300 Gramm, einen 300 Gramm schweren Nierenstein, gibt's das überhaupt? Also ja. Sie meinte, es ist gut, dass man da heute was gegen macht, weil, also theoretisch geht das, aber das ist auch schon eher außergewöhnlich und das wird dann aber eben auch in so einer geistlicher Literatur aufgenommen, die das dann eben auch mit einer eigenen Deutung versehen hat. Genau. Ich sehe, es wird noch getippt. Jetzt habe ich gerade noch eine Frage, genau diese, was Sie auch ansprachen, diese Ars Moriendi, also dieses Bewusstsein, wie man die Kunst des Sterbens, ja, dass man viele Leute um sich hat, dass man bestimmte Gebete spricht, war das auch sehr bildungsabhängig? Also haben wir irgendwelche Quellen, weil Sie eben sagten, die Funeralschriften sind ja auch eher von oder für Leute gewesen oder über Leute gewesen, die gebildeter oder eben einen höheren gesellschaftlichen Stand hatten. Wie sah das mit den ärmeren Schichten aus? Gibt es da irgendwelche Hinweise, wie gut die auch betreut waren durch Seelsorger, wie da so ein Sterben abgelaufen ist? Ja, das ist in der Tat auf Grundlage der Quellen, mit denen ich arbeite, schwer zu sagen. Es gibt jetzt in Nürnberg den einen oder anderen Fall, wo ein wohlhabender Handwerker auch eine Funeralschrift bekommen hat. Und mir scheinen diese Techniken, diese Strategien weit verbreitet zu sein und kein Oberschichtenphänomen zu sein. Und mit steigender Lesefähigkeit
wirkten diese Schriften, und das sind nicht nur die Funeralschriften, aber eben auch diese Funeralschriften, die ja relativ günstig waren, meistens als kleinere Drucke, wirkten, glaube ich, da auch in die Tiefe. Und ja, das ist so, also so versuche ich diese Frage immer zu begegnen. Ich müsste mit anderen Quellen arbeiten, wenn ich über die Sterbetechniken der Unterschichten mehr sagen wollte. Aber mein Eindruck ist, dass es so einen normativen Triple-Down-Effekt gegeben hat. Den müsste man natürlich erstmal belegen, aber ich würde das für einigermaßen plausibel halten. Wäre im Grunde auch eine normale Entwicklung, ne? Also es hat ja immer so eine Abstufung dann auch in gesellschaftliche Schichten, die sozusagen eher Mittel- oder Unterschicht waren, jetzt nach unserem heutigen Verständnis. Während noch getippt wird, wenn ich mich weiter über das Thema informieren will, Sie haben jetzt eben gesagt, Sie haben da noch ein Kapitel noch nicht ganz fertig, also Sie schreiben gerade darüber auch? Ja, ich schreibe seit Anfang des Jahres an meiner Habilitation. Genau. Ich könnte ja jetzt sagen, wie jeder, den man fragt, ist fast fertig, aber das ist also fast fertig. Aber es soll nächstes Jahr fertig werden. Es gibt aber, also ich habe in der theologischen Zeitschrift einen Aufsatz, der so ein bisschen über diese Leib-Seele-Thematik verhandelt und dieser Frage nachgeht, inwieweit so das reformatorische Leib-Seele-Verhältnis zusammenhängt mit den Körperdeutungen, die man dann in diesen Funeralschriften findet. Und dann eben auch im Sterben der Körper ja sehr genau beobachtet wird. Genau, also das eine oder andere gibt es von mir dazu schon, also ein paar Probebogen. Okay, das heißt, wenn man ein bisschen Literaturrecherche macht, dann findet man sie da auch. Ich würde auch fast vorschlagen, vielleicht geben Sie uns Bescheid, wenn Ihre Dissertation veröffentlicht wird, dann würde ich das über unseren Newsletter, den Sie unter folgender Mailadresse gerne abonnieren können. Ich habe sie gerade mal in den Chat geschrieben, einfach mal rumschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich den einen oder anderen Interessierten gibt. Professor Mastros hat noch eine Frage, und zwar, wie sieht es in den anderen Kulturen und Religionen mit solchen Funeralschriften auch? Gibt es da Vergleichbares? Das ist natürlich eine Frage, wie man Kulturen definiert, aber ich versuche eben in meiner Arbeit so ein bisschen von dieser Fokussierung auf mitteldeutsches Luthertum wegzukommen, indem ich eben auch Funeralschriften aus dem reformierten Basel, aus dem relativ wilden London und aus Boston in so einem kolonialen Kontext mir anschaue. Und was beispielsweise in Boston sieht man, wie diese Techniken und diese Strategien dann auch versucht werden in der Mission in der Indianermission, also den missionarischen Bemühungen gegenüber den Native Americans, diesen quasi normativ überzustülpen, die aber ganz andere Umgangsformen, Strategien haben, wie sie den Tod bewältigen und auch einen ganz anderen Kosmos, eine ganz andere Ars Moriendi, wenn man so will. Und das ist also ein besonders spannender Fall, wie oft in kolonialen Kontaktzonen, wo dann unterschiedliche Normen aufeinandertreffen und letztlich wie so oft die gewinnen, die die stärkeren Waffen haben oder die besseren Antikörper, muss man ja fast sagen in diesem Fall. Aber da gibt es ganz spannende Entwicklungen. Über andere Religionen, da bin ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen, also diese spezifische literarische Form ist eine Sache des Protestantismus. Es wird selbst im Katholizismus schon schmaler, weil der Tod auch was anderes bedeutet, zumindest im frühneuzeitlichen Katholizismus. Und dass eben diese Heilsfrage ja katholischerseits auch noch im Jenseits weiter verhandelt und bearbeitet werden kann. Deswegen ist es schon eine Sache, die der Protestantismus in die Welt gebracht hat und dann aber durchaus auch in der Welt so ein bisschen verteilt hat. Und genau, vielleicht das als Antwort. Gut, dann kommt von Herrn Breuer nochmal eine Frage. Sind Funeralschriften eine regionale barocke Besonderheit? In Frankreich sind Grabreden im 17. Jahrhundert in die Literatur eingegangen. Bossuet, warum hat sich das in Deutschland nicht durchgesetzt?
Also ich würde sagen, dass die Funeralschriften, weil sie als literarische Gattung eben so erfolgreich waren, eben das, also an der Stelle von von dieser, also der Grabreden getreten sind sozusagen. In vielen Funeralschriften sind auch noch Grabreden und Abdankungsreden mit abgedruckt. Also diese Quellengattung ist relativ, wie soll ich sagen, sie fasst vieles zusammen. Also die Predigt, den Lebenslauf, was das biografische und individuelle Interesse befriedigt. Es sind diese Grabreden oder Abdankungsreden oft enthalten. Die Gedichte, die Lieder, oft auch bei berühmten Persönlichkeiten komponiert und gedichtet zu diesem Todesfall. Ich glaube, dass diese Gattung, die sich sehr breit gemacht hat im 17. Jahrhundert, das alles in sich aufgesogen hat und deswegen diese Alternativen zumindest nicht so dominant geworden sind. Ja, und regional, also ich würde schon sagen, dass sie ein europäisches Phänomen sind, mit einem Schwerpunkt im 17. Jahrhundert, aber eben auch mit Anfängen in der Reformation und mit Ausläufern bis weit in die Moderne hinein. Wen das interessiert, in Basel gibt es bis heute Leichenpredigten, heißen sie da. Und interessanterweise, ich war mal in Basel im Staatsarchiv vor einiger Zeit, sind die Namen, die da bedacht sind mit Funeralpredigten, also ich hatte viele bekannte Namen, die immer noch da bedacht werden, also Burkhard und so weiter. Also das hat im Grunde sogar Auswirkungen oder einen Traditionsstrang bis in die Gegenwart. Dr. Brunner, nochmals ganz herzlichen Dank. Im Blick auf die Uhr würde ich langsam zu Ende kommen. Sie haben aber noch Zeit, gerne noch eine Frage zu stellen. Ich darf zwischendurch verweisen auf unseren nächsten Zeilenstopper. Halten Sie sich den Termin gerne schon mal frei, und zwar am 10. November. Da haben wir Christrema Ström und Olivia Wörle von der Katholischen Hochschule zu Gast, und sie sprechen über das Problem bzw. über die Problemlösung von Versorgung und auch Vorsorge von Patienten, die auf dem Land leben und dort versorgt werden müssen. Es gibt ein bestimmtes Projekt von der Hochschule, was die beiden vorstellen wollen, und um sozusagen das Jahr zu beschließen. Am 1.12. haben wir dann den letzten Science-Shoppe für dieses Jahr. Da wird es nochmal historisch. Da ist nämlich die Frage von Professor Dr. Paulmann, auch wieder vom Institut für Europäische Geschichte, historische Pandemien, Muster für den Umgang mit Corona. Ich schreibe Ihnen gerade auch hier nochmal den Link, wo Sie die Veranstaltungen finden. Wie gesagt, wenn Sie auch so auf dem Laufenden gehalten werden wollen, schreiben Sie gerne an die Science-Ad-Adresse und bitten darum, in den Newsletter eingetragen zu werden. Da halten wir Sie auf dem Laufenden. Es kommt jetzt noch Dank von Herrn Brunner für die tollen Fragen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bedanken sich alle. Ich möchte an dieser Stelle, weil ich das darüber nachgehört habe, einen ganz besonderen Gruß nach Japan schicken. Wir hatten nämlich heute tatsächlich eine Teilnehmerin, die ich glaube sogar aus Tokio zugeschaltet ist und die sich auch mit dem Thema Armen und Sterbefürsorge, Frau Nakafushi, ich hoffe, ich habe das so richtig in Erinnerung, auch ihre Habilitation schreibt, so rum. Und ich glaube, Sie sind praktisch die weiteste Teilnehmerin, die wir jemals bei einem Science-Shoppe bisher hatten. Also toll, dass Sie uns gefunden haben. Schön, dass Sie dabei waren. Sind die Termine auf Ihrer Homepage? Auch das, also auch bei Wissenschaftsallianz Mainz finden Sie die Termine eingestellt, Frau Knape. Wie gesagt, ansonsten unter dem Link wissen-im-herzen.mainz.de. Herr Brunner schreibt, da sollten wir mal in Kontakt treten. Ich schätze, Herr Brunner, man findet Sie auch über die Homepage des Instituts für Europäische Geschichte. Ja, genau. Okay, ich google. Ich finde, als wissenschaftlicher Nachwuchs, das ist man ja so bis Mitte 40 oder so, sollte man keine Chance zur Vernetzung verstreichen lassen. Ne? Genau. Wer weiß, vielleicht werden Sie ja, guckt man gerade, irgendwann mal in naher oder ferner Zukunft einen gemeinsamen Science-Shoppe machen von Japan und
zusammen sozusagen. Ja, da könnte man auch die Frage der unterschiedlichen Traditionen und kulturellen Kontexte aufgreifen. Ja. Ich stelle hier gerade noch mal, Frau Nakafuchi, dass die Homepage vom Institut für Europäische Geschichte auch noch mal ein. Ich denke, da werden Sie den Kontakt finden oder zumindest einen Kontakt, der dann an Herrn Brunner weiterleiten kann. Ja, Person. Genau. Damit beschließe ich den Abend. Ich danke Ihnen, liebe Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ganz herzlich für Ihr Interesse. Wie immer haben wir ein sehr interessiertes und sehr neugieriges Publikum, was mich sehr freut. Und Ihnen doch nochmal, Dr. Brunner, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute den Abend gewidmet haben. Nächstes Jahr haben wir ja Thema Mensch und Zeit als Themenmotto. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da vielleicht wiedersehen. Und hoffentlich. Genau, vielleicht auch mal wieder live und dass wir wirklich auch mal die Gläser wieder klirren lassen können. Das wäre natürlich schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Dann bedanke ich mich nochmal und wünsche allen einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns im November und oder Dezember noch einmal wieder. Auf Wiederhören.